Was passiert mit unserem Gehirn nach dem Tod? Oder vielleicht erst eine greifbarere Frage: Was passiert in unserem Gehirn, während wir sterben? Wohin gelangen die gespeicherten Informationen dieser komplexen Festplatte? Das sind Fragen, die interessieren den Menschen seit Jahrhunderten, und nun gibt es vielleicht erste Antworten. Neurowissenschaftler fanden heraus, dass das Gehirn eines sterbenden Menschen um den Todeszeitpunkt herum Aktivitäten zeigt, die denen ähneln, die beim Meditieren, Träumen oder bei der Erinnerungswiederherstellung auftreten. Die Studie, die in der Zeitschrift Frontiers veröffentlicht wurde, beleuchtet scheinbar eine sehr geheimnisvolle Eigenschaft des Gehirns. Es könnte diesen kuriosen Schnelldurchlauf des Lebens erklären, der von Menschen erzählt wird, die einen Nahtod hatten. Warum, weshalb, war bisher ein Rätsel. Die Studie zeigt nun, dass das Gehirn während des Todes, aber auch danach noch aktiv bleibt und das Ganze sozusagen orchestriert. Es fing damit an, dass ein 87-jähriger epilepsiekranker Patient mit der sogenannten Elektroenzephalographie überwacht wurde. Damit werden die Gehirnaktivitäten gemessen und grafisch dargestellt. Während man sich damit erhoffte, die Anfälle zu erkennen, erlitt der Patient einen Herzinfarkt und verstarb. Leider. Doch die Aufzeichnungen liefen. Was passierte bei einem sterbenden Menschen genau? Wir haben 900 Sekunden Gehirnaktivität um den Todeszeitpunkt gemessen und uns darauf konzentriert, zu untersuchen, was in den 30 Sekunden vor und nach dem Herzstillstand geschah, sagte der Neurochirurg Dr. Ajmal Zemmer, der die Studie organisierte. Kurz bevor und nachdem das Herz aufhörte zu schlagen, sahen wir Veränderungen in einem bestimmten Band neuronaler Oszillationen, den sogenannten Gamma-Oszillationen, aber auch in anderen wie Delta, Theta, Alpha und Beta-Oszillationen. Diese Gehirnoszillationen kommen normalerweise bei lebenden Menschen bei Erinnerungsflashbacks bzw. Gedächtnisabruf, Meditation, Träumen oder Konzentration vor. Zemmer vermutet mit Blick auf Nahtoderzählungen, dass das Gehirn kurz vor dem Tod eine letzte Erinnerung an wichtige Lebensereignisse abspielt. Die Ergebnisse stellen weiterhin unser Verständnis in Frage, wann das Leben genau endet, und könnte sogar für die Organspende interessant sein. Auch wenn hier das erste Mal Gehirnaktivitäten eines sterbenden Menschen gemessen wurden, gab es ähnliche Ergebnisse bei Ratten. Bei aller Euphorie muss man dazu sagen, dass diese Ergebnisse von einem Gehirn stammen mit Krampfanfällen und Verletzungen. Daher waren weitere Tests geplant. Unfassbar, was wir noch alles herausfinden werden. Stell dir vor, du siehst dein ganzes Leben vor dem Tod in einer Sekunde nochmal. Mit welchem Zweck macht dies unser Gehirn? Das ist alles, was in einem einzigen Experiment gemessen wurde, mit unserer heutigen Technologie Gehirnaktivitäten zu messen. Wer weiß schon, was hinter den Fassaden, mit anderen Worten, was jenseits des Messbaren noch passiert. Für dieses Video haben wir einen interessanten Sponsor. Viele wollen mit der Videobearbeitung starten, doch das Problem ist heutzutage, dass viele Programme immer noch nicht ganz intuitiv und leicht für Anfänger sind. Deswegen hier eine klare Empfehlung: Wondershare Filmora 12. Es bietet Funktionen, die dir beim Bearbeiten das Leben enorm erleichtern. Hier mal nur einige. Eine Funktion, die ich bei anderen Programmen vermisse, ist zum Beispiel die sogenannte Anpassungsebene. Man braucht sie nur einmal über alle anderen Clips zu ziehen und sie gilt sofort für alle Clips. Oder das AI Audio Stretch Tool. Damit kannst du deine Audio mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vollautomatisch an die Länge deines Clips anpassen. Spart enorm viel Zeit. Oder das AI Smart Cutout. Mit einem Klick lassen sich Objekte auswählen, wenn man den Hintergrund entfernen möchte, in einem Bild oder Video. Es funktioniert kinderleicht und erspart dir das zeitaufwendige manuelle Ausschneiden. Und es gibt noch einige weitere Tools, die ich so bei anderen Programmen noch nicht gesehen habe. Wer also noch frisch mit dem Videobearbeiten starten will, sollte dieses Programm in Betracht ziehen.
Das Ganze ist tatsächlich preiswert. Ihr könnt es kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung testen. Und nun kommt ein interessanter Nachtrag zum letzten Video. Und zwar genauer gesagt um die Aussage, dass der Glaube im Grunde für dich mit Blick auf den Tod nur Positives bringen kann. In den Kommentaren unter dem Video habe ich zweimal den Begriff der Pascalschen Wette gelesen. Als ich es nachschaute, merkte ich, dass es im Grunde dieselbe Erkenntnis ist, entdeckt vom französischen Mathematiker und Physiker Blaise Pascal im 17. Jahrhundert. Eine Erkenntnis ist immer wertvoller, wenn es von zwei voneinander unabhängigen Menschen entdeckt wird. Davon ausgehend, dass diese logische Argumentation aus meinem Denklaboratorium stammt, habe ich mit Genuss diese Theorie gelesen. Man kann aber nicht ausschließen, dass ich es irgendwann früher gelesen habe und es in mein Denken eingebrannt ist. Es gibt nur eine Wahrheit, aber es führen manchmal mehrere Wege dorthin. Der Verstand ist extrem komplex und funktioniert bei jedem Menschen möglicherweise anders. Doch jeder von ihnen ist immer noch ein Verstand. Erinnert ihr euch noch an Srinivasa Ramanujan, der in vollständiger Isolation mit 2 oder 3 Büchern die Mathematik entwickelt hatte? An dieser Stelle ein Dankeschön an die 2 Personen für den Hinweis. Wir hören uns die Stelle im letzten Video nochmal an. Heutzutage wird der Unglaube als wissenschaftlicher, moderner und sinnvoller verkauft. Aber rein logisch ist es immer sinnvoller, einen Glauben zu haben, anstatt keinen zu haben. Das ist überraschend, aber so ist das Wesen des Todes und des Glaubens. Durch den Glauben an eine Religion kannst du nichts verlieren, denn wenn dem nicht so ist und es kommt nichts nach dem Tod, hast du nichts verloren. Denn die Unendlichkeit des Nichts gewinnt. Alles, was du erlebt hast, ist sowieso nicht mehr spürbar, quasi nicht existent. Der nächste Fall ist, wenn du nicht glaubst, könnte es sein, dass dich das Leben nach dem Tod komplett mit dem Ablauf überrascht. Dann gibt es noch den Fall, dass du an das Nichts glaubst und es kommt auch nichts. Aber dann gilt wieder dasselbe wie im ersten Fall. Das Erlebte kannst du sowieso nicht mehr nachempfinden. Nun kann es auch sein, dass du an einen Verlauf glaubst und es kommt anders, als du gedacht hast. Das ist nochmal ein anderes Thema. Dieses Gedankenexperiment sollte nur zeigen, dass tendenziell der Glaube keine Nachteile bringt. Was genau sagt Blaise Pascal dazu? In seinem berühmten Werk Gedanken, veröffentlicht im Jahre 1670, befindet sich die Argumentation. Wie schon gesagt, es ist ein Argument für den Glauben an die Existenz Gottes. Der Erwartungswert des Gewinns durch einen Glauben ist höher als der Erwartungswert im Falle des Unglaubens. Pascal sagt in den Passagen Folgendes: Ihr sagt also, dass wir unfähig sind zu erkennen, ob es einen Gott gibt. Jedoch gibt es logischerweise nur 2 Möglichkeiten. Entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Welche Meinung solltest du annehmen? Es muss gewettet werden. Gibt es ihn oder nicht? Es muss. Wichtiges Detail. Es ist nicht freiwillig. Denn wir alle sind schon im Spiel. Nicht wetten bedeutet automatisch zu wetten, dass Gott nicht existiert. Dann sagt Pascal, wette sofort, dass es ihn gibt. Wörtlich heißt es in der Passage, deine Vernunft wird nicht mehr verletzt, wenn du das eine als das andere wählst, weil nun doch durchaus gewählt werden muss. Hiermit ist ein Punkt erledigt. Aber eure Seligkeit? Wir wollen Gewinn und Verlust abwägen. Setze du aufs Glauben. Wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, verlierst du nichts. Glaube also, wenn du kannst. Nach ihm sollte man bedingungslos an Gott glauben. Denn es gibt die folgenden 4 Fälle. Man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man belohnt. Der zweite Fall ist,
Man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man bestraft. Diese vier Fälle erinnern stark an das letzte Video. Wir hatten dazu noch das Argument, nichts zu verlieren, mit der Unendlichkeit des Todes noch etwas ausgebaut, um die Vergänglichkeit des Lebens zu verdeutlichen. Interessanterweise geht die Pascalsche Wette in ihrer dargelegten Form davon aus, dass der Glaube nichts kostet. Pascal gesteht aber selbst, dass man ja für den Glauben irdische Freuden opfern muss. Doch was sind diese irdischen Freuden wert? Das letzte Video sollte verdeutlichen, dass sie im Grunde nichts wert sind. Wert gewinnen die Momente im Leben, die die Form der Unendlichkeit bestimmen, die auf dich zukommen könnte. Diese Denkweise könnte auch für das irdische Miteinander nützlich sein. Denn der Glaube muss nicht Freude kosten. Im Gegenteil, es kann dir sogar seelische Zufriedenheit geben, medizinische oder soziokulturelle Vorteile. Denn du entfesselst dich von irdischen Genüssen, lernst ihnen keinen Wert zu schenken oder hinterherzujagen. Bekommst du sie dennoch, ist es ein schöner Bonus. Du bist mit dem Tod im Reinen. Pascals Worte mit Blick auf den Gewinn und Verlust waren: Nun aber ist hier eine Unzahl von unendlich glücklichen Leben zu gewinnen, mit gleicher Wahrscheinlichkeit des Verlustes und des Gewinnes, und was du einsetzt, ist so wenig und von so kurzer Dauer, dass es eine Tollheit wäre, es bei dieser Gelegenheit zu sparen. Es braucht keine Mathematik. Ein logischer Verstand sagt, die Kosten des Glaubens existieren nicht, solange sie endlich sind. Solange die Wahrscheinlichkeit für eine Existenz Gottes größer Null ist, wird immer ein unendlicher Erwartungswert resultieren. Denn jede positive Wahrscheinlichkeit würde bei der Multiplikation mit unendlich, unendlich ergeben. Diese positive Wahrscheinlichkeit wird immer existieren. Denn Gott widerlegen, kann das möglich sein? Ist es überhaupt möglich, wenn die Definition von Gott nicht von Raum und Zeit abhängt? Wir können alles entwickeln, verstehen und beweisen, doch nur solange es sich in unserer Wirklichkeit, mit unseren Gesetzen befindet. Auf solche interessanten Erkenntnisse können die Menschen kommen. Doch die Frage, welcher Glaube denn der richtige ist, wurde außen vor gelassen. Dennoch könnte es vielleicht ein Ansporn sein, sich mit diesen interessanten Themen auseinanderzusetzen. Denn es wird immer dann sehr spannend, wenn wissenschaftliche Funde wie die aus dem ersten Teil des Videos uns für einen kurzen Moment zum Grübeln bringen. Egal wie kurz diese Momente sind. Manchmal ist ein Moment ein ganzes Leben wert. Und ein Leben vielleicht eine ganze Unendlichkeit. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 50% auf Wondershare Filmora 12. Testet es.